Und die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Frau Ministerin. Die Staaten der Welt haben 1990 beschlossen, die Produktion von FCKW zum Ende des 20. Jahrhunderts zu beenden. Das war das Ergebnis weltweiter Diskussionen. Das war das Ergebnis dramatischer Schilderungen der Auswirkungen des Ozonlochs. Und ich nehme an, wenn die Weltgemeinschaft damals lediglich einen Preis für FCKW festgelegt hätte, das Ozonloch hätte sich heute noch nicht geschlossen. Die Entscheidung 1990 war ein Sieg der menschlichen Vernunft. Es war ein Sieg in der Bekämpfung eines Menschheitsproblems. Und genau diese Vernunft würde ich mir wünschen bei der Bekämpfung der Klimakatastrophe. Wenn wir also nun über einen CO2-Preis reden, kommen wir nicht umhin, uns mit dem Stand der Energiewende zu beschäftigen. Die Expertenkommission der Bundesregierung hat vorgerechnet 2017, dass wir das Tempo der Energiewende vervierfachen müssten, um die Klimaziele zu erreichen. Nun hat aber diese Bundesregierung nicht einmal den Mut, die Kommission, die über den Kohleausstieg beraten soll, tatsächlich auch so zu nennen. Nein, sie nennt sie lediglich Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Diese Koalition macht eine Politik der fossilen Vergangenheit. Sie tut so, als hätten wir eine zweite Erde. Wir haben aber nur eine Erde. Wie sehe also eine Politik der postfossilen Vernunft konkret aus? Erstens, diese Bundesregierung müsste den Mut haben, fossile Subventionen zurückzufahren. Sie müsste den Mut haben, sich mit der Kohlelobby anzulegen. Sie müsste den Mut haben, den Kohleausstieg jetzt einzuleiten, jetzt die 20 dreckigsten Braunkohlekraftwerke dicht zu machen. Und vor allem, diese Bundesregierung sollte sich verabschieden vom Bundesverkehrswegeplan 2030, für den noch Herr Minister Dobrindt verantwortlich war. Dieser Bundesverkehrswegeplan setzt einen massiven Ausbau des Pkw-Verkehrs, des Individualverkehrs voraus und des Schwerlastverkehrs. Dieser Bundesverkehrswegeplan konterkariert die Energiewende, er steht ihr entgegen. Stattdessen bräuchten wir die ökologische Verkehrswende. Wir müssten Bus und Bahn attraktiver machen. Wir müssten die Städte attraktiver machen für Fußgängerinnen und Fußgänger, für Radfahrerinnen. Ja, und wir brauchen auch den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Und drittens, was wir besonders dringend brauchen: Wir brauchen eine Akzeptanz der Energiewende, auch insbesondere bei den einkommensschwachen Haushalten. Die Energiewende wird nur ein Erfolg, wenn sie auch sozial ist. Aber wie sieht es tatsächlich aus? Die deutsche Bundesregierung entlässt energieintensive Unternehmen von der EEG-Umlage. Milliardenkosten werden auf die Stromkunden in der Bundesrepublik umgelegt. Das ist nichts anderes als eine versteckte Industriesubvention. Und bei den Verhandlungen auf EU-Ebene über ein Klimaschutzpaket, über das sogenannte Winterpaket, hat sich diese Bundesregierung, haben sich SPD und Union dafür eingesetzt, dass es keinen Sozialtarif auf EU-Ebene geben darf. Wir können Frankreich danken und anderen Staaten, dass sie sich gegen die Bundesregierung ausgesprochen haben. Diese Politik von SPD und Union ist unsozial. Sie begünstigt die Konzerne, aber zeigt einkommensschwachen Haushalten die kalte Schulter. Nun ist die Debatte um den CO2-Preis so alt wie der Emissionshandel. Er entfaltet keine Lenkungswirkung. Aber wir sagen ganz klar als Linke, als zusätzliches Instrument wäre ein CO2-Mindestpreis denkbar. Ein CO2-Mindestpreis, der die dreckigsten Braunkohlekraftwerke aus der Wirtschaft, aus der Industrie herausdrängt, die sie dicht macht. Aber der CO2-Mindestpreis
darf kein Ersatz sein für politisches Handeln. Wir werden als Linke weiter Druck machen für einen Kohleausstieg, für ordnungsrechtliche Maßnahmen. Ein CO2-Mindestpreis mag das gerne begleiten. Und ich sage es noch einmal, der Kampf gegen die Klimakatastrophe ist kein Pillepalle, es ist eine Frage der gesamten Menschheit. Vielen Dank. Vielen Dank, Lorenz Göster-Beutin. Nächster Redner, der werte Kollege Jens Köppen für die CDU-CSU-Fraktion.